Servus Freunde, heute bin ich Spider Mike und willkommen zu einer neuen Folge von Mike Goes Platin. Ich habe gerade überlegt, würde Spider-Man wirklich sagen Servus? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich würde er es so machen. Hey, hey, Leute, ich bin Spider-Man. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Servus, keine Ahnung. Wird es in New York passen? Ich glaube es nicht. So, erstmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht sich diese Folge um was? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ne? Es ist schwierig zu erkennen, aber ich denke, der eine oder andere wird es erkennen. Erkennen jetzt viermal in einem Satz, ich weiß es nicht. So, nein, Spaß. Heute dreht sich diese Folge um Marvel's Spider-Man 2. Das Spiel ist ja vor kurzem released worden. Und ich muss sagen, ich war hyped drauf. Ich habe das Spiel auch, das muss ich kurz erwähnen, 2 Tage vor Release bekommen. Erstmal ein Danke dafür. Aber ich habe mir damit auch einige Probleme gemacht, denn ich habe das Spiel 2 Tage vor Release auf Twitch gestreamt und wurde auch daraufhin gebannt. Ist nicht schlimm, passiert. Na, ich bin so einer, ich mach's halt, bin damit auf die Schnauze geflogen, man lernt draus und dann macht man es halt kein zweites Mal, ist logisch. So, aber ich muss sagen, ich habe es dann zum Release Day am Freitag gestreamt und gezockt. Und ich muss sagen, unglaublich geil einfach. Und wisst ihr, was ich so faszinierend an Spider-Man 2 finde? Sorry, an Marvel Spider-Man 2. Es macht einfach so viel Spaß. Und wisst ihr, was das Tolle an dieser Geschichte noch ist? Man weiß, was man bekommt. Man bekommt einen Spider-Man, man schwingt durch New York, verschießt seine Spinnnetze, jagt Verbrecher, macht dies, macht das, man weiß es. Man hat es auch in Spider-Man 2 gewusst, was kommt. Aber es macht so viel Spaß. Und ich fand es einfach klasse, auch die Story und die Grafik einfach schon geil. Einfach. Ich krieg Gänsehaut. Einfach eine tolle Sache, dieses Spiel. Na, und ich muss sagen, Spider-Man dann auch mit Morales und dann kam ja auch Venom vor. Einfach geil, geil, geil. So, und ich muss noch mal was dazu erwähnen. Das Ende fand ich so gut. Ich möchte jetzt nicht spoilern oder sonstiges, ne, weil es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar, die haben es nicht gespielt. Aber ich hätte gedacht, das Ende läuft so, so und so ab. Aber dann kam ja alles anders. Richtig geil, muss ich an der Stelle sagen. Sony, oder besser gesagt Insomniac, habt hier wieder einen tollen Job gemacht. 1+ Sternchen für mich, definitiv. Und ich kann es eben nur empfehlen. Und ich hoffe, dass bald auch schon neues Spiel Plus rauskommt. Das Ganze ist schon auf dem Weg. Wurde von den Entwicklern bestätigt, aber das dauert wahrscheinlich noch. So wie ich habe gelesen, das Ganze soll erst zum Ende des Jahres kommen. Ich hoffe, es kommt ein bisschen früher, dass ich wieder Spider-Man 2 spielen kann. So, kommen wir aber zu der Folge. Ich werde mit euch einmal die Trophäen durchgehen, aber ich möchte es mal anders machen jetzt. Und zwar werde ich mit euch die Trophäenliste durchgehen. Wir schauen uns alles nochmal gemeinsam an, kurz und knapp. Ich möchte euch einfach zeigen, was ich cool fand und werde auch nicht mehr so Tipps zu den jeweiligen Trophäen geben. Das werde ich in Zukunft in extra Videos machen, möchte hier einfach nur mit euch die coolen Sachen besprechen, was hier cool war, was geil war, was dies war, was das war. Am Ende gebe ich dann meine Bewertung zum Spiel ab, dann werde ich nochmal die Platin-Trophäe bewerten und dann passt es auch mit Spider-Man 2. So, ich würde sagen, wir fangen an mit der Trophäenliste. Es gab 42 Trophäen, ich habe 25 Stunden gebraucht. Ich habe auf unglaublich gespielt oder wie der Schwierigkeitsgrad hieß. Später hat sich herausgestellt, dass es nur normal ist, aber soll mir recht sein. Ich muss sagen, der Spielspaß war einfach eine 10. Der Spielspaß eine 11 von 10. Definitiv. So, schauen wir mal in die Trophäen rein. Das Geile ist an der ganzen Sache auch, das finde ich so geil bei PlayStation. Es wird ja zu jeder Trophäe ein Video gemacht. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Na,
Und es ist wie so ein Rückblick. Und werde ein bisschen was erzählen. Wow, 16,8% haben schon die Platin-Trophäen Spider-Man 2. Deswegen werden auch meine Let's Plays so wenig angeschaut, muss ich sagen. Ist aber nicht schlimm. Ist halt einfach so, ist mir auch jetzt eigentlich egal. So, ich würde sagen, Datum des Erhalts. Wir fangen ganz unten an. Na, so, schließe Oberflächenspannung ab. Schauen wir mal rein, was das war. 95,1% der Spieler haben dies erhalten. Krasse Sache. Wer das Game gezockt hat, ist auf jeden Fall ein Macher. Definitiv. So. Okay. Gibt's nur das zu sehen? Na? Nicht so schlimm. Rüste eine Anzugvariante aus. Stylish. Oh, ich muss sagen, also dieser. Ich muss sagen, die Anzüge sind mit das Beste an dem ganzen Game. Und ich kann euch jetzt auf jeden Fall nicht sagen, was mein Lieblingsanzug war, aber schaut euch mal diesen Schwa Anzug an, rechts den schwarzen mit den goldenen Stellen am Arm und auf der Brust. Einfach nur geil. Geil, geil, geil. So. Slackline, schalte 25 gegen einen Tarnmodus lautlos von der Netzleine aus. Und das muss ich auch mal so sagen. Das finde ich auch so geil. Man kann die Gegner frontal angreifen oder man schwingt Stealth von A nach B und tötet so seine Gegner. Ne? Finde ich einfach geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Dann habe ich mir den geholt. Aber ich muss auch an der Stelle mal erwähnen, die ganzen Fähigkeiten, die ihr drauf habt und die ganzen Gadgets und dies und das, die machen da halt schon richtig OP, muss ich sagen. Ne? So, ein neuer Anzug, erhalte den schwarzen Anzug. Welcher war das? Der da, oh, schwarz. Richtig geile Farbe. Der ein oder andere wird jetzt sagen, schwarz ist keine Farbe. Doch, für mich ist schwarz eine Farbe und passt perfekt zu Spidey. Geil, 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 einfach nur. So, meine Community, schließe Hardpop ab. Oh, da tanzt Miles mit seiner Mutter. Na, tolle Sache, oder? So, ein neues Abenteuer, Hilf Howard. Man, schaut euch mal den Anzug an. Ich drück mal auf Pause. Ey, wie geil das einfach aussieht. Sieht und schaut jetzt mal hier an die Seite die Details an. Das sieht einfach so bombastisch aus. Heftig einfach. Heftig, heftig, heftig. So. Suchen und vernichten. Schließe alle Jägerbasen ab. Der Anzug. Ja, okay. Da war ich jetzt nicht so stylisch. Den habe ich aber auch ziemlich schnell gewechselt. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Freund von der Farbe Blau. Eher rot und schwarz. Man kann es sehen. Na. So, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, schließe alle FSND-Anfragen ab. Was hat er da gerade gemacht? Habt ihr das gesehen? Ich spule nochmal zurück. Die rechte Hand. Habt ihr das gesehen? So hat das irgendwie ausgesehen. Na, für mich sah das so aus. Keine Ahnung. So, Medizin, schließe, du wurdest erwählt ab. Zeig mal her, was war das nochmal? Oh, einfach geil ist. Das ist. Mann, und ich muss es noch mal sagen. Ganz kurz. Man hat gewusst, was man hier bekommt. Man bekommt Spider-Man, aber es ist jedes Mal einfach so geil. Und das Tolle ist, man weiß, was man bekommt. Und es macht jedes Mal so viel Spaß. Und es geht schon nicht besser, weil ich meine, was wollen die Entwickler noch hier reinpacken? Sehr schwierig, denn dieses Spiel, finde ich, für mich ganz logisch, hat schon das höchste Level erreicht. Definitiv. War auch schon bei Miles Morales, fand ich jetzt persönlich, aber was will man da noch reinpacken? Das Spiel ist einfach, egal wie es kommt, es ist einfach eine 10 von 10. 11 von 10, wie ihr auch wollt. Na, einfach nur. Geil. Datensammler. Schließe Ziel. Identifiziert ab. So, dazu gibt es keinen. Das ist alles. New York, New York. Schließe alle Foto-Ops ab. Sammelobjekt. Das überspringe ich. Ich muss sagen, die Sammelobjekte sind hier richtig geil.
Wisst ihr warum? Weil einmal braucht man kein Video, man muss sich nichts auf YouTube anschauen. Zweitens wird dann alles auf der Karte gezeigt und drittens, man kommt überall unkompliziert und schnell hin. Und das macht's so geil. Geil einfach, oder? So, Vollgas, nutze als meist die Fluxumkehr, um 6 oder mehr Gegner gleichzeitig zu ziehen. Und diese Fähigkeiten einfach hier. Und das macht ihn schon richtig OP, muss ich sagen. Krass, krass, krass. So, ein anderer Weg. Schließe kein Entkommen ab. So, dazu gibt es, ich sammle insgesamt 10.000 Tech-Teile. Erfinderisch. Kommen Sie zurück ins Labor. Wir müssen diesen Symbionten entfernen. Seine Herrschaft über Ihren Geist wird nur... Dr. Connors. Den kennt man ja auch noch, ne? Die große Jagd schließe, man kann alles loswerden ab. Man, schade, dass man hier nicht irgendwie zeigt, was zuletzt passiert ist. Na, außer deshalb. Stolz von Brooklyn, schließe ein Geschenk ab. Geil einfach. Ich finde es so geil. Man spielt hier einen Superhelden und das ist so authentisch hier. Das ist, ich finde es phänomenal einfach. Man spielt Spider-Man und die Entwickler, die wollten, man merkt es so richtig, einem das Gefühl geben, hey, ihr spielt Spider-Man, ich spiele was Besonderes, ihr spielt einen Superhelden. Dieses Gefühl, ich fand es toll auf jeden Fall. So, Luftikus, schließe 30 Lufttricks nacheinander ab, ohne den Boden zu berühren. Fand ich auch cool. Und wisst ihr, was ich so unglaublich bei dem Game fand? Das Spiel läuft flüssig, 60 FPS, mit Raytracing, die Grafik war 1A einfach. Schaut euch das mal im Hintergrund an. War einfach Bombe. Na? Und ja, was soll ich sagen? Ist halt ein Sony-Exklusivspiel, die anderen kriegen es nicht geschissen. Bei Sony weiß man wenigstens, hey, man kauft Spider-Man 2 und man bekommt einfach ein Game, was nicht Triple A ist, sondern kann man sagen Quattro A? Kann man sagen auf jeden Fall. Definitiv. So, ich höre auf. Schließe das bist nicht du ab. MJ. Ja, was soll ich zu MJ sagen? War nicht die hübscheste in dem Teil. Aber ist ja auch nicht meine Sache. Ist ja Peter seine Lady, sage ich jetzt einfach mal. So, weiterentwickelt. Besiege 100 Gegner mit weiterentwickeltes Venom-Fähigkeiten. Also ich muss sagen, die Venom-Fähigkeiten dann in dem Spiel. Ich muss sagen, Marvel Spider-Man, der Teil davor. Ich meine, wenn man wirklich alles auf dem höchsten Level hatte, die Gadgets, dies und das, und dann war es schon brutal einfach. Aber das hier mit den Fähigkeiten, die man hier hatte... Das war schon heftig, muss ich sagen. Na? So, ging. Besiege einen Symbionten, der unter der Wirkung des Anti-Venom-Status steht. Was, wer war das nochmal? Der Rote? Boah, das fand ich halt auch heftig. Und diese Moves, na? Wir schauen uns das nochmal an. Wenn er diesen Armschuss macht und das einschlägt, schaut euch das mal an, wie das aussieht. Boah, geil einfach, ne? Und diese Effekte dazu, der Sound 1A. Nicht nur die Grafik, der Sound auch. Na, Heilung der Welt, schließe die Hauptstory ab, haben wirklich 49,1%. Geil einfach. Na, da steht Peter mit MJ. Peter. Okay, ich hör auf, sorry. So, Absturm. Setze wir eine Symbiontenwelle 25 mal Symbiontenfähigkeiten ein. Boah, damit habe ich am liebsten gespielt. Weil das war unglaublich pervers einfach. Das war unglaublich brutal einfach, wie stark das war. Heftig einfach nur. So, Schädlingsbekämpfer, schließe alle Symbiontennester ab.
Da muss ich kurz noch mal was erwähnen. Etwas schade. Ich fand, es waren ein paar zu wenig. Hätten ruhig noch so 5, 6 mehr sein können. Waren es aber leider nicht. Aber ich bin jetzt deswegen auch nicht sauer oder böse. Denn ich meine, der Spielspaß, der war so hoch, dass man dies gar nicht so, wie soll ich jetzt sagen, beachtet hat. So wie, hey, es waren ein paar zu wenige. Ich meine, man hat es gespielt, man hat dies und das gemacht. Das ist einem gar nicht aufgefallen. So im Nachhinein sage ich schon, hey, könnte ein bisschen mehr sein. Auch von der Spielzeit. Aber sonst, ja, was soll ich sagen? Na, passt soweit. Für mich auf jeden Fall. Mit unterzeichnen, schließe alle Tech-Verstecke ab. Oh, der Anzug ist so crazy. Den hatte ich. Das war einer meiner Lieblingsanzüge. Mann, und wie das einfach reflektiert hat, das Licht, na, an dem Anzug, da ist er. Das war mein Favorite, den habe ich zum Ende gespielt. Ich weiß nicht, wie er heißt, ist auch egal. Er sieht einfach nur verdammt geil aus. So, unglaublich. Erreiche die maximale Stufe, das war ja Stufe 60. Da ist er wieder, der Anzug. Na, Stufe 60, ich habe gedacht, das zieht sich, aber keine Chance. Man hat gut und schnell gelevelt, es gab viele Erfahrungspunkte. Sowas finde ich auch wichtig, denn... Boah, habt ihr gesehen, wie geil es wieder aussieht, diese Effekte mit dem Blitz und allem. Schauen wir uns das nochmal an. Na, dass ihr einfach mal seht, wie geil dieses Spiel ist. Wartet mal, da drüben war es, ne, bei dem hier. Boah, unglaublich einfach. Vollgeladen erwirbt sämtliche Tech-Upgrades von Spider-Mans Anzug. Da, das waren meine zwei Lieblingsanzüge. Hier sind sie. Ich mag es, wenn es so leuchtet. Ich finde es einfach geil. Na, sieht aus wie so eine Festtagsbeleuchtung. Na, aber das ist einfach geil. Schaut euch das einfach mal an. Für mich das Nonplusultra. Definitiv. So, Sandkörner, setze die zerstörten Erinnerungen zusammen. Der Anzug ist so fresh einfach. Was wollte ich hier an der Tür überhaupt? Sandkörner, genau. Ich habe gedacht, ich komme hier rein. Hat anscheinend doch nicht funktioniert. Sinnstiftend. Schließe alle EMS-Experimente ab. Was war denn das nochmal? Was habe ich denn da für einen Anzug an? Na, sieht aus, als wäre hier Spider-Man aus Starfield entflohen. Wundert mich nicht, Starfield war jetzt nicht der Hit. Ich habe es nicht gespielt, habe ich nur von vielen gehört, die bei mir im Stream waren. Aber mit dem Anzug würde er hier definitiv als besser gesagt in Starfield reinpassen. So, Purpurstunde, schließe es, war für mich bestimmt ab. Oh Mann, der Anzug. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Da sehe ich definitiv besser aus wie er. Und das ist einfach nur Fakt. Oh mein Gott. Und das sieht aus, als wäre er von Star Wars irgendwie entflohen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ganz komisch. Ist mir davor nie aufgefallen. Hinter den Masken. Schließe großes Finale ab. Der Anzug ist so fresh einfach. Und schaut euch mal dieses Bild hier an. Schaut euch mal diese Farben an, wie knackig die sind. Dieses Bild, die Grafik ist, das ist so phänomenal gut. Also hier die eine Mission nachts, wo man hier auf dem, ich weiß nicht, was das hier sein soll, Karneval oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Na, ich fand die Mission so geil, diese ganzen bunten und leuchtenden Farben und das Raytracing. Na, also, Insomniac 1A, ohne Scheiß. Und wenn ich sowas halt sehe, denke ich mir dann halt einfach nur, warum bekommen es andere Entwickler nicht geschissen einfach? Na, ich will jetzt andere Studios nicht mit Insomniac oder Sony vergleichen, weil das ist hier halt das höchste Level, definitiv. Er braucht mir auch niemand irgendwas anderes erzählen. Es ist definitiv. Ich hatte einen im Stream, der hat mir erzählt, es war alles nur Semi. Was für ein Wort? Semi? Semi-Slicks oder was? Das ist hier schon das absolut höchste. Definitiv. Und das ist Fakt.
Da braucht man auch nichts runterreden. Und ich sag's nochmal. Man spielt hier Spider-Man. Man weiß, was man hier bekommt. Man kennt es aus den anderen Teilen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Es ist unglaublich geil einfach. Und das ist auch das Geile an dem Ganzen. Denn, wie gesagt, es ist schon das Höchste vom Höchsten. Na? So, Platsch. Und es ist jetzt nicht, ich möchte hier niemanden in den Arsch kriechen oder sonstigen, sondern es sind alles nur Fakten. Ich bin ein Mensch, ich erzähle gerne nur Fakten und Arsch kriechen ist sowieso nicht meins, das mache ich nicht. Werde ich auch nicht tun, deswegen ab zum nächsten Platsch, versuche einen Trick und scheitere, bevor du auf dem Boden landest. Gehen wir mal rein. Ich fand es lustig, ich habe mich hier kaputt gelacht, oder? Wartet mal. Geil einfach. Wisst ihr, wie das aussieht, wie so ein Spider-Man, der so gerade in seinem ersten Lehrjahr ist. Und komm, wir schauen uns das nochmal an. Der hier versucht, seine ersten Tricks zu machen. Oh Mann, geil einfach nur, ey. Ne? So, überlegen, 100% Abschluss in allen Distrikten. Ah, das sieht einfach so geil aus. Wisst ihr, was mir gerade so aufgefallen ist? Hier an dem, ich zeige es euch nochmal. Na, Spider-Man schwingt über die Dächer von New York und das vermittelt einem so den Eindruck, hey, ich bin hier. Der Superheld der Stadt, aber das kommt nicht so arrogant rüber. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das einfach, das ist einfach richtig cool. Na, hey, ich bin Spider-Man, schaut mal, ich schwing durch New York. Das ist einfach so geil. Na? So, außergewöhnliche Wireless-Protokolle. Löse das Rätsel um den Ursprung des Spider-Bots. Ach, die Spider-Bots, das waren ja auch Herausforderungen. Das drücke ich jetzt einfach weiter. Bis zum Maximum erwirb sämtliche Geräte-Upgrades. Ja, die waren auf jeden Fall echt cool hier. Oh, schaut euch mal den Anzug an. Schaut euch den Anzug einfach mal an. Fuck, so einen müsste ich mir auch holen und müsste mich hier hinsetzen. Aber ich würde ihn wahrscheinlich nicht so gut ausfüllen wie er, obwohl... Ja, ich weiß nicht. Ich bräuchte ihn auf jeden Fall in 2x XL, definitiv. Nicht, weil ich irgendwie dick bin oder so. Man sieht, ich bin ja nicht dick. Na, ich bin nur gut gebaut. Und habe ziemlich breite Schultern. So würde ich es einfach mal ausdrücken. So, ausgestattet. Wir haben sämtliche verfügbaren Anzüge. Oh! Auch den Anzug fand ich auch ziemlich geil. Den da. Aber den nicht. Na? Der hat was. Dieser Anzug von Miles, den man gerade gesehen hat. Na, sieht aus so richtig oldschool. Aber der Anzug hier. Boah, ich mag es, wenn es funkelt, leuchtet. Na. So, Home Run um Runde. Die Base ist im Big Apple Baller Stadium. Genau, da muss man einfach nur hier im Kreis laufen. Da kriegt man auch schon die Trophäe. Home Run hin. So, einmal loslassen. Finn als Miles, das Wissenschaftspreis in Miles und Finn gemeinsam gewonnen haben. Das habe ich damit. Oh, was ein Anzug wieder. Mann, ist der fresh. Der gefällt mir auch. Rot, ich mag halt Rot. Ist geil einfach. Oh, und das Spider-Man-Logo leuchtet so geil. Geil, geil, geil. Ich rede mehr über die Anzüge wie über alles andere. Na. Nicht Spider-Man, sondern Fashion-Man vielleicht. Aufsteigen, nutze nur dein Netzfliegen und gleite vom Finanzviertel nach Astoria. Windtunnel sind okay. Schaut euch mal an, wie geil das einfach hier aussieht. Phänomenal einfach. Schaut euch mal den Anzug an, wie der leuchtet. Schaut euch mal die Grafik an. Schaut euch mal den Himmel an. Schaut euch mal die Wolken an. Schaut euch... Das ist einfach. Dann mal aufs Wasser links schauen. Die vielen Farben. Hinten sieht man den Park, das Grüne. Der schaut unglaublich...
Das ist Hammer einfach. Wie kann man das sagen? Das wäre nur mittelmäßig. Hat mir wirklich jemand erzählt. Und ich kann euch sagen, ich bin so sauer geworden. Ich habe geschrien, ja. Ich habe ihn angeschrien, weil ich mir definitiv sicher war. Er hat gesagt, hey, das Spiel ist nur mittelmäßig. Und ich habe ihm dann die Frage gestellt, ey, aber du hast bestimmt die Spider-Man-Teile davor gespielt. Das ist genau dasselbe. Na? Nur halt hier etwas besser. Da habe ich keine Antwort bekommen. Da bin ich halt aus der Haut gefahren. Na? Weil es mir sowas zu erzählen, na, ist halt, ich finde es irgendwie unlogisch und dumm. Na? Du weißt, wie es läuft. Besuche als Peter das Grab von Tante May. Ihr wisst ja, wie Tante May gestorben ist. Nochmal ein paar Schweigesekunden für Tante May. Okay, fertig. Kommen wir zum nächsten. Bewaffnet und gefährlich. Besiege 100 Gegner mit spinnenarmen Fähigkeiten. Mann, diese Spinnenarme, die hinten aus dem Rücken rauskamen. Boah, ich fand die so krass einfach. Schaut euch mal, das ist da. Oh. Der Anzug war auch wieder fresh, ne? Oh Mann, ey. Und da haben wir die Platin. Passioniert. Sammle alle Trophäen. Das war das hier, das hat mir gefehlt. Geile Sache einfach. Geil, geil, geil. Na? So, und das war's. Ganz wichtig, leider mit Spider-Man. Aber neues Spiel Plus ist auf dem Weg. DLCs kommen nächstes Jahr. Ich hoffe, da gibt es wieder Trophäen. Dann kann ich wieder mit einsteigen. Werde das Spiel auf jeden Fall nochmal durchzocken. Wird es auf jeden Fall wieder geile Streams geben. Erstmal großes Danke an alle, die meinen Streams auf Twitch waren. Na, mein erster Stream auf Twitch, da waren über 60 Leute drin. Großes Danke. Wurde aber eine halbe Stunde später gesperrt. Ist halt einfach so. So. Kommen wir zu der Bewertung vom Spiel. Die Musik. Ich mach's nochmal lauter. Wartet mal. Oh, geil einfach. Wartet noch mal von Anfang. Noch mal von Anfang. Und wisst ihr, was so geil ist? Die heutige Generation wird sagen, ich fühle sowas. Und das ist genau die Gänsehaut. Es ist, ja, die Musik. Jetzt hört ich, oh, geil einfach. Ich bin in Tränen fast nahe. Das Gute ist, ihr könnt es nicht so gut sehen. Ich habe eine Maske auf. Aber hört euch das einfach mal an. Der Übergang jetzt. Wartet. Ich finde es phänomenal einfach. Es ist so. Ach, herrlich, ey. Jetzt. Ach, herrlich. Ach, ich muss mich mal zusammenreißen. Ich gebe dem Spiel alleine wegen der Musik hier schon eine 11 von 10. Wir hören uns das gleich nochmal an. Ach, geil einfach. Wir geben dem Ganzen ich denke, da seid ihr ganz bei mir. Auf jeden Fall 11 von 10 heißt, haben dieses Jahr nicht viele Spiele geschafft. Auf jeden Fall eins der Games, wo ich sage, Game of the Year könnte es werden. Definitiv. Ja. Und ja, absolut verdient. Ich meine, Spider-Man ist halt cool, er ist lässig, er ist fresh, er ist stark. Manchmal fand ich ihn etwas zu weich, aber alles gut. Ach ja, geil. So, der Schwierigkeitsgrad von der Platin ist eine. Eine 1 von 10. Eine 1 von 10. Aber ich kann euch definitiv sagen, der Spaßfaktor, ich zeige es euch mal, wenn ich es hier nochmal zeigen müsste, ist, ich zeige es euch. Sowas habe ich noch nie gemacht. Der ist 1,99. Na, unglaublich geil einfach. Na, und das Bild mache ich für ein Thumbnail. Na, geile Sache einfach.
Das ist einfach unglaublich. Ihr seht schon, allein bei der Musik, ich finde es einfach geil. Na? Und ja, das war so viel dazu. Ich bin gerade sehr gerührt. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln mit diesem Video, was Spider-Man ist. Für mich und auch für alle einfach eine geile Sache. Es ist geil einfach. Na? Ihr könnt ein Like da lassen, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.